Ja, seine Torpedos explodieren an der Küste. Ich bin von Trotteln umgeben. So. Irgendwie gefällt mir das nicht, dass das Raketenboot so viel Damage macht. Ich weiß nicht warum. Zack. Ha! Welche Überraschung, das nächste eröffnet bereits das Feuer auf uns. So, habe ich zwei Fähren? Ja. Okay. Wollen wir das Ganze hier nochmal versuchen? Am besten nicht alles simultan machen, sondern mit der Zeit. Ups. Ich war das nicht. Ja, so ist gut. Okay, ich schicke einfach zwei rein. Wie bitte? Was soll das denn hier? Dann nehmen die mir das Ding ein. Ich glaub's nicht. Die hole ich mir zurück. Lass mir doch nicht meine wunderschöne Waffenfabrik klauen. Hallo? Aber ich baue schon mal eine neue Raffinerie. Du solltest eigentlich da hoch, du Pfeife. Okay, die haben alles auf der Inselseite verkauft. Die haben mir meine Waffenfabrik geklaut und das Geld mitgenommen. Die Schweine. Du? Was soll das? Ich brauche noch ein U-Boot. Greift an! Nein! Oh, das war knapp. Angriff. Konstruktion abgeschlossen. So, meine Fallschirmjäger darunter. So, das Schiff will ich mir holen. Das werde ich mir holen. So, ihr macht bitte das Boot voll. Ihr macht das Boot voll. Dann werde ich mir noch zwei Sammler mitnehmen. Ob das so gut läuft, ich weiß es nicht. Ja, wenn U-Boote fast kaputt sind, dann tauchen sie immer automatisch auf. Das ist auch echt extrem praktisch. Was macht ihr denn da für einen Affentanz? Rein da. Es ist so grausam. Gebäude verkauft. Mehr brauche ich hier nicht. Im Bunker ich wenigstens noch ein bisschen Geld. Wir brauchen Silos. Okay. Wir haben die gegnerischen Marineeinheiten so gut wie ausgeschaltet. Das dürfte jetzt auch kein Problem mehr werden. Marineeinheit verloren. Ich hätte nichts sagen sollen. Mach wenigstens das noch kaputt. Nein, 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 lass dich nicht töten, lass dich nicht töten, lass dich nicht töten. Wir brauchen noch mehr U-Boote. Cool. Ja, okay. Aber die Landung hier sollte wenigstens problemlos verlaufen. Wollen wir alles mal hier kaputt machen, ein bisschen? Aber auch nur ein bisschen. So, das MBF bitte dahin. Da sind Spione. Nein, Diebe heißen sie. Die können einen aus der Raffinerie ihr, also deinen Erz klauen, euer Erz klauen. Ist uncool. Erstmal dick da so eine Raffinerie hin. Erstmal dick Geld sammeln. Wird gebaut. Ziel wählen.
Da ist mein U-Boot bald da. Ja, ist unterwegs. Also hier drin, hier stehen drei Jeeps rum. So, ja, die haben hier eine relativ große Basis stehen. Ich will auch jetzt noch nicht angreifen, obwohl ich könnte angreifen. So viel haben sie nicht. Problem ist, ich habe ja auch nicht so viel und werde gerade von Minen auseinandergenommen. Und zwar nicht schlecht. Egal, ich will ihren Sammler ausschalten. Denn der klaut mir meine Mineralien. Die haben zwei? Ist ja dreist. Das ist eine Artillerie. Okay, das sieht nicht gut aus. Lieber Panzer bauen hier auf der Insel. Vielleicht auch ein Abwehrturm zur Sicherheit. Ich glaube, den habe ich jetzt auch nötig. Ich setze den aber erst, wenn er wirklich nötig ist. Ah, ich weiß noch nicht. Könnt ihr mal bitte die Artillerie kaputt machen? Ja, er ist nötig. Vor allem werden wir von der Seite gerade flankiert. Der Abwehrturm macht hier die Infanterie kaputt. Wir arbeiten auf der Seite mit unseren Panzern. Läuft. So, wie sieht's aus mit unseren Mineralien hier? Sind fast leer. Ich nehme den Sammler noch mit auf die andere Insel. Und sorge dafür eine neue Raffinerie. Ja, Problem ist, die Raketentypen können die outrangen, die Türme. Ich glaube, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, wir haben wieder genug Panzer, um anzugreifen. Wir sollten jetzt nicht hardcore in die Basis reinfahren. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Aber wir haben genug, um uns zu verteidigen. Einmal da rein, bitte. Könnt ihr den bitte noch platt machen? Danke. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Ah, ich nehme es jetzt mal mit der Panzerarmee da oben auf. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Ich finde das nämlich uncool, wenn die so viele Panzer haben. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Ah, hier ist noch eine Panzerarmee. Okay, kümmern wir uns um die Panzer. Solange die Einzelnen zu uns kommen, haben wir eh einen Vorteil. Vor allem solange es erstmal die kleinen Panzer sind. Die großen Panzer sind ein Problem. Ich meine, die sind nicht so stark wie unsere Panzer. Aber sie sind ein Problem. So, wir fahren hier noch alles tot. Bitte den noch kaputt machen. Ich glaube, wir sollten nochmal einen Rückzug in Erwägung ziehen. Ja, wir locken die von unserer Basis weg. Oh weh, oh weh, oh weh. Es sah schon mal besser für uns aus. Mach das bitte kaputt. Du kannst mal hier runterkommen. Oh, weh, oh weh. Das sieht echt scheiße aus. Ja, das Problem ist, wenn die Basis hier kriegen, auf der Insel, dann wird die ganze Mission echt unglaublich schwer, weil das eine Menge Action wird. Ich habe gerade verstanden, Prostitution abgeschlossen. So. Ich glaube, du solltest mal ganz schnell das Zeug da wegbringen. Ich brauche Geld. Und zwar schnell.
Ich lese noch mit, aber ich lese nicht so krass mit. So, wieso habe ich die nicht mal eher gerufen? Oh Mann. Ich frage mich, wo die ganzen Rohstoffe herziehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht andersweise so viele Rohstoffe. Gebäude verkauft. Ah, jetzt habe ich dich schon wieder angelockt, ne? Oh nein. Ich glaube, das war's aber mit ihren Ressourcen. Die Sammler sammeln nicht mehr. Ich glaube, die ganze Insel ist leer gesammelt. Ne, wir haben die ganze Insel. Die ganze Insel ist im Krieg versunken. Alles ist leer. Cool. Kannst du bitte mal leer machen? Danke. Ja, ich hole meine Infanteristen von der Insel. Ich brauche alle Einheiten, die ich kriegen kann. Die dürfen gar keine Einheiten haben. Wie konnte der den ersten Schuss bitte verfehlen? Was war denn da jetzt kaputt? Und? Oh. So, ja, wie mache ich das jetzt? Er hat kein Geld, ich habe kein Geld. Okay, das geht an mich, das Duell. Oder? Ja. Wunderbar, das waren alle Schiffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, die ganzen Infanteristen mitnehmen. Ah, da werde ich angegriffen. So ein Feigling. Egal. Stirb! Das ist mir in meiner gesamten Geschichte noch nicht untergekommen. Dass in einem 1 gegen 1 ein Raketenwerfer-Typ gegen einen Grenadier, oh oh, gewinnt. Tu mir einen Gefallen und fahr bitte die Typen tot. Ist mir egal, wenn die Sammler kaputt machen. Ich muss nur die Situation da überleben. Mach die kaputt. Ihr glaubt nicht, was das für ein Adrenalin, nicht wirklich, aber es ist unglaublich aufregend und nervig. So, ich kann mir noch Panzer leisten, aber ich investiere lieber in 2 Raketenwerfer, womit ich die Verteidigungslinien auseinandernehmen kann. Ich glaube, ich habe das einzige Erzvorkommen, das nachwächst. Ja.
Es war verdammt.